Danke. Frau Professor Riemann, liebe Mitglieder der Stiftung Lebensblicke, meine Damen und Herren, es ist mir eine sehr große Ehre, heute hier vor Ihnen zu stehen. Aber sicherlich nur als Teil unserer Arbeitsgruppe diesen Preis entgegenzunehmen. Wir haben ja schon gehört, unsere Arbeitsgruppe tut sich ein bisschen mit dem Thema digitale Unterstützungssysteme um. Und zwar möchte ich diesen Vortrag mit einer provokativen Zahl starten. 138, jetzt werden Sie überlegen, was ist das jetzt? Ist das digital? Nein, das ist die Zeit, die ich gebraucht habe, meinen Vater davon zu überzeugen, zur Darmkrebsvorsorge zu gehen. Zum Glück nur Monate. Nur Monate, aber es sind trotzdem dann über 10 Jahre. Also was ist das Problem? Also bei ihm war es auch letztendlich das, was wir als ganz oft als Rückmeldung bekommen. Darmkrebsspiegelung okay, aber diese Vorbereitung, die ist furchtbar. Jeder kennt jemanden, der das gemacht hat und hat gesagt, oh, das schmeckt widerlich, das ist ganz, ganz furchtbar. Es gibt sicherlich Geschmacksverbesserungen, aber die Vorbereitung ist tatsächlich noch ein Hemmnis, bei unseren Patienten dort teilzunehmen. Und wenn der Patient dann zu uns kommt, ist es leider oft so, dass ich das, was Sie jetzt hier sehen, nämlich es ist relativ einfach, sich vorzubereiten. Sie müssen letztendlich nur ungefähr 3 Tage auf gewisse Sachen verzichten. Das sind jetzt Bilder von, kann ich jetzt eigentlich Copy-Paste letzte Woche, vorletzte Woche machen. Und da ist dann das Problem, um da jetzt wieder auf diese KI einzugehen, wir werden uns alle da einig sein, Laie oder Profi, dass ich diese flachen, aber doch relevanten Adenome, diese Krebsvorstufen in einem so vorbereiteten Darm nicht sehen werde. Und das sieht der Computer auch nicht. Das muss man ganz klar dazu sagen. So. Jetzt ist es so, dass wir überlegt haben, was ist das Problem? Wir in Ulm, und ich bin da sicherlich jetzt in der deutschen Landschaft konform, wir klären unsere Leute oder unsere Patienten auf und geben denen noch so ein Leaflet mit nach Hause. Das Leaflet, das ist ganz schön gestaltet, möchte ich sagen, mit Bildern versehen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, was muss ich machen, hier so aufgespaltet, 4 Tage vorher geht's los, was ist nach der Untersuchung? Jetzt haben wir aber mal überlegt, wo landen diese Leaflets? Wir haben eine Bachelorarbeit gemacht und da wurde dann gefragt, die Patienten, die nach der Koloskopie, wurden dann nochmal gefragt, wo ist denn dieses Leaflet gelandet? In einer großen Mehrzahl ist es ungelesen im Müll gelandet. Leider sehr viele Leute konnten uns noch nicht mal mehr sagen, wo das hingekommen ist. Es ist die Frage, wie kann man dieses Problem lösen? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, warum nehmen wir nicht das Leaflet und packen das digital oder tun das digital ummünzen? Jetzt ist es so, dass ich davon ehrlich gesagt gar nicht verstehe, aber ich muss glauben, dass das hier da drin ist. Und jetzt war es so, dass wir überlegt haben, okay, was können wir machen? Zu dem Zeitpunkt, als wir anfingen, 2013, war es so, dass wir gedacht haben, okay, fangen wir mal sehr, sehr auf dem Grundlegenden an und versuchen sozusagen den Ablauf so zu machen, dass der Patient immer so eine Push-Nachricht kriegt, haben das damals auch auf SMS gemacht. Letztendlich ist es ganz einfach. Sie haben ein Programm, Plattformkonzept, was Sie immer möchten. Sie tragen ein Datum, Sie tragen einen Zeitpunkt und dann geht das automatisch los. Jeder Mensch hat ein Smartphone, muss ich mittlerweile sagen. Ich denke, es wird keiner im Raum keins haben. Dementsprechend ist es vielleicht ein Tool, das Sie nutzen können, um den vielbeschäftigten Menschen bei der Stange zu halten. Dieses System läuft automatisiert los. Wenn Sie dann einmal auf Start geklickt haben, wird es zu den entsprechenden Zeitpunkten vor der Darmkrebsvorsorge Hinweise geben. Also das ist zwar jetzt Englisch, aber das ist natürlich auch übersetzbar. Einfach es begrüßt den Patienten, kündigt sich ein bisschen an, sagt dann 3 Tage vorher, so jetzt bitte mal auf faserhaltiges und nusshaltige Nahrungsmittel verzichten. Das geht dann im Endeffekt weiter, bis es am Abend vor der Darmspiegelung dazu kommt, dass jetzt der Startpunkt ist, um diese Abführlösung einzunehmen. Gibt noch ein paar Tricks, wie es am besten geht. Und dann kommt der Patient zur Koloskopie und ist, so hoffe ich, gut vorbereitet. Wir haben das dann als erstes in der SMS-Plattform gemacht. Wir haben uns gedacht, SMS ist ein gutes Tool. Beim Smartphone ist immer das Problem, was haben Sie für ein Brand, was ist das für eine, haben Sie genügend Datenvolumen etc. Eine SMS ist was extrem basisorientiert ist. Wir haben das dann innerhalb einer Studie einmal analysiert, wie sauber sind die Leute und was man gesehen hat in dieser zweiarmigen Studie, das war eine multizentrische Studie, die wir mit mehreren Zentren in Deutschland durchgeführt haben. Wir haben eine Gruppe gehabt, das war die Kontrollgruppe, die wurden ganz normal aufgeklärt, mündliches Gespräch, Leaflet mitgegeben
Die Interventionsgruppe war so, dass wir das Gleiche hatten, Aufklärung, Leaflet mitgegeben und haben dann zusätzlich aber noch diese Push-Nachrichten auf SMS bekommen. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass die Gruppe, die die SMS bekommen hat, die blaue Gruppe, insgesamt sauberer war. Und zwar ist das, wird das mit dem sogenannten BBPS-Score, den haben wir damals genommen, das ist kurz gesagt ein Objektivierungsscore, wie sauber ist es. Problem in solchen Studien ist, unterschiedliche Untersucher sagen, sauber, nicht sauber ist relativ individuell unterschiedlich. Dieser Score gibt die Möglichkeit, das Objekt zu objektivieren. Und was man jetzt sah, war, dass die Patienten deutlich sauberer waren und, was man sagen muss, auch sogar das rechte Kolon, was meistens, muss man sagen, ein bisschen hinterherhängt im Sauberkeitsgrad, war auch sauber. Super Sache, haben wir uns gedacht, okay, ist für jeden Mobiltyp verfügbar, aber wir haben uns dann auch die Kommentare unserer Patienten angehört zu diesem System. Was ist da? Und was sie blöd fanden, ist, dass es nur eine limitierte Zeichenzahl gibt und überhaupt gar kein Bildversand. Der Mensch möchte gern Bilder sehen. Wir sind visuelle Menschen. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir es noch ein bisschen schicker. Wir setzen das um und machen eine App. Das war damals ganz lustig. Wir haben das zusammen mit der Hochschule München gemacht. Das waren Wirtschaftsinformatikstudenten, die ein Projekt hatten oder gerade ein Projektinhalt gesucht haben. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt mal Input oder wir brauchen jetzt mal Hilfe. Wie machen wir das? Und dann war die Situation die, dass die Jungs zwei es waren tatsächlich nur Jungs, keine Frau dabei. Wir machen zusammen eine App und der zweite Teil ist das Wirtschaftliche. Ihr müsst dann gucken, wie ihr das dann weiterbringt in die Wirtschaft. Gut, wir haben dann diese App zusammen entwickelt, haben dann hier eine App entwickelt, die letztendlich den Zeitpunkt und das Datum der Koloskopie in den Kalender einträgt. Der große Vorteil war, zu dem Zeitpunkt, als wir das entwickelt haben, da war gerade diese NSA-Krise, wo Edward Snowden nachgewiesen hat, was die NSA alles sammelt. Da war natürlich ganz wichtig Patientensicherheit, Datensicherheit. Deswegen ist diese App immer so konzipiert gewesen, dass sie als Insellösung funktioniert auf dem Smartphone, keinerlei Austausch übers Internet braucht. Und das Einzige, was das kann, und das ist, muss ich sagen, tatsächlich ein bisschen banal, ist zuzugeben, das Einzige, was sie kann, ist einen Kalendereintrag machen. Aber über diesen Kalendereintrag hier, leider ist es ein bisschen klein, das ist ein Pokal für wir haben es geschafft, gibt es die Möglichkeit, dass diese App automatisiert diese Push-Nachrichten gibt, an einem auch hier diese Bilder zeigt, was darf ich essen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, was ist erlaubt, auch eine Rückmeldung unserer Patienten. Die haben gesagt, warum verbietet ihr uns so viel, sagt uns doch mal, was wir dürfen. Dann gibt es die Möglichkeit, hier sich so aktiv dran zu beteiligen. Also es gibt ja unterschiedliche Informationstypen. Manche Leute wollen ganz, ganz viel Informationen haben, sagen, okay, sie wollen alles wissen. Es gibt auch den Typus Mensch, der sagt, okay, gib mir möglichst wenig Informationen, aber zur richtigen Zeit und dann mache ich das genauso. Das heißt, für jeden was dabei. Kalendereintrag illustriert tagesgenaue Unterstützung bei der Vorbereitung. Das sind jetzt Daten, die wir momentan jetzt in der Publikationsphase haben. Deswegen freut es mich, dass ich es Ihnen hier einmal vorstellen darf. Wir haben auch eine Studie zu diesem Thema mit der Smartphone-App gemacht. Wir haben auch hier eine multizentrische Studie angetreten. Und zwar war der besondere Augenmerk auf die Darmkrebsvorsorge-Teilnehmer. Und zwar war immer der Kritikpunkt an den vorangegangenen Studien, auch international, dass es ja ein sehr heterogenes Bild ist. Wenn Sie einen 20-jährigen, technikaffinen Menschen nehmen, der zu Darmkrebs, nicht zu Darmkrebs, sondern zur Koloskopie kommt, wegen einer ganz anderen Intention und dann sozusagen in die Daten mit reingeht, verwässert das Bild. Deswegen haben wir uns ganz auf die Darmkrebsvorsorgepatienten konzentriert, haben wir dann angeschaut, auch wieder in zwei Gruppen, Kontrolle und App-Gruppe, und haben uns dann angeschaut, wie sauber sind denn diese Leute. Und es war tatsächlich sehr erfreulich, dass die Mehrzahl der Leute oder als eine viel höhere Anzahl, orange ist der Interventionsgruppe mit der App, dass die deutlich sauberer war. BBPS, ich habe es gerade vorher angerichtet, 8 Punkte, 8 hört sich niedrig an, aber wenn Sie die Gesamtskala von 9 haben, also 9 ist das Beste, was geht, ist 8 und darüber wirklich ein sehr gutes Ergebnis. Was wir auch herausgefunden haben, ist, dass die Compliance besser wird. Und das ist vielleicht die Erklärung, warum die Intervention funktioniert. Und zwar, manche unserer Patienten, ich möchte es nicht allen wissentlich unterstellen, haben nicht komplett die Abführlösung getrunken, weil sie geglaubt haben, okay, Arzt wird schon nicht rausfinden. Das Problem ist, ich finde es natürlich raus, weil ich mache die Darmspiegelung. Es war dann letztendlich so, dass wir herausfinden konnten, dass die Compliance
deutlich besser ist in der App-Gruppe. Und zwar ist hier die Anzahl der nicht-compliant oder Patienten, die zugeben mussten, sie haben es nicht komplett korrekt sich an alles gehalten. Da ist es so, dass die deutlich geringer ausfällt, wenn sie die App verwenden, hinsichtlich der komplett eingenommenen Abführmittel und auch in Einhaltung der Ernährungsvorschriften. Als letztes, und ich glaube, das ist das, was der Studie die besondere Würze gibt, wir haben deutlich mehr Polypen finden können in der App-Gruppe. Das heißt, die Anzahl der Polypen, die wir finden konnten, war im Vergleich zu der normal vorbereiteten Gruppe signifikant höher. Und es war auch so, dass wir die Anzahl der Adenome, das ist eine spezielle Art der Polypen, die dann auch zu Krebs münden, deutlich signifikant höher war als in der Kontrollgruppe. Darf ich einmal kurz zusammenfassen? Was ich denke, was man sagen kann, ist, dass so eine digital unterstützte Koloskopievorbereitung, wie auch immer sie an den Patienten herangetragen wird, mit welchem Medium die Compliance erhöht, die Darmsauberkeit dann deduktiv erhöhen kann und dann letztendlich, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, auch die Anzahl der Polypen, die wir entdecken, zu erhöhen zu können. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, durch dieses Gamification, durch diese ein bisschen was Spielerisches reinbringen, können wir noch mehr Patienten und Patientinnen motivieren, an der Darmkrebsvorsorge teilzunehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man zu diesem Konzept sagen kann. Schlussendlich möchte ich mich noch bei ganz vielen Menschen bedanken, weil, wie gesagt, ich stehe hier nur stellvertretend mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich in Interaktion war, mit denen wir dieses System gemacht haben. Und letztendlich nochmal vielen Dank an die Stiftung Lebensblicke.